Heute will ich von einer Magd und ihrem Buben erzählen, die aus dem Bayerischen über Retteneck zu uns nach Alpl gekommen war. Es ist dies eine Geschichte aus der Zeit, da wenigstens die Winter noch groß gewesen sind auf den Bergen. In unseren langen Dezembernächten waltete da oben bei den Bergkuppen, Felsenhörnern und Gletschern eine Macht, von der die Bewohner des Tales und der Ebene draußen keine Ahnung haben. Kindskopf! Bitte! Ah, warte! Kriegst du gehört? Aber vergiss mir nicht das Schreibpapier mitnehmen aus K3. Lass, ich kann schon zahlen. Wann kommst du denn heute heim? Ach, nicht so geschwind. Ich bin ja heute allein im Knierutscherhof. Man muss jetzt öfter beim Nachbarn allein arbeiten, damit du dem Nas aus der Fuchtel kommst. Bitte! Komm, geh weiter. Das ist jeden Tag das gleiche Theater mit dir. Jetzt komm, Hansi, geh. Du kommst ja nur spät in die Schule. Jesus, du siehst ja gar nichts. Bitte, Mutter, lass mich zu Hause bleiben, nur heute. Heute, das war alle Tag bei dir. Jetzt komm, geh. Weil er dir heute halt gar so gerne an der Kittelfalten hängt. Und dass du nach der Schule gleich heimkommst. Das brauchst du ihm nicht extra anschaffen. Ich hab mir gedacht, dass er sich schneller eingewöhnen tat bei uns. Aber jetzt war es ja gerade so, wie wenn es euch vom Mond zu uns verschlagen hätte und nicht von Retteneck um. Resler! Was machst denn so ein Gesicht? Hättest schon längst dem Markus helfen sollen. Grüß dich, Hansi. Was hast du denn? Kennst du mich nicht? Wohl. Also, dann trau dir den Mund aufzumachen. Gehörst du jetzt zu uns Alpler? Hey! Fürchst du denn die Schule gar so sehr? Die Schule nicht. Na, dann geh. Die beißen nicht. Redenecker, 3 Schritte Abstand, wenn die Alpler kommen. Nicht gar so dummeln. Das ist gut. Wir müssen heimsporen. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Sag mal, hörst du nichts? Wie lange bin ich da? Und du mach mich nicht fruchtig. Stolz wie ein Gockel. Ich will wissen, auf was. Was soll blimmen, Retteneck, wenn es nicht so schön ist? Ja, ja. Das Viech wird verwöhnt. Der Bub auch. Jetzt langt's. Jetzt bist du stark. Was war's? Wie du mit deinem Hansi rumtust. Ich mein Hansi tue ich, wie ich mag. Das ist mein Kind. Ist gleich noch stolz drauf. Warum wird's mal alle mal streiten müssen? Resi! Schau, Peter. Der gehört neu. Ja, ein Kreuz ist mit ihm. Albe rennt er nur in die ältesten Sachen um. Nein, zuerst tust du die ausnehmen.
Bist eh fast wieder heim da. Ja. Darf man fragen, was die Schreiberei macht? Hast du neue Sprichling? Naja, derzeit geht's besser mit den Geschichten verzählen. Dass dir gleich allerweil was einfällt. Geh, Resel, tu ihm noch ein wenig Milch rein. Lass das gut schmecken. Danke, Nachbarin. Und dir, Resel. Damit ich mir nicht die Zunge verbrenne. So, und jetzt lachst du halt ein wenig. Ich hab nichts zu lachen. Seit wann bist du jetzt da? Bei uns in Alpl? Seit Maria Himmelfahrt, auf doch jetzt ein halbes Jahr. Hast du noch Heimweh nach Bayern? Es ist überall das Gleiche mit einem ledigen Kind. Deswegen bin ich dann wieder gegangen von Rettenegg. Okay, wie wenn du da die Einzige warst. Ein wenig angerührt bist du da schon. Mir scheint, du lebst halt nur mehr für deinen Buben. Für wen denn sonst? Der passt, der passt. Der geht schon. Johann! Bravo! Da geht schon. Da ist er. Bravo! 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 Ja! Ja, wenn er nicht so! Schnell, Männer! Schnell! Peter! Hey! Gib her! Hey! Zu Peter! Oma! Hey! Komm! Komm her, Rettenecker, oder traust du nicht? Geh los, Bulli muss halt zur Mutter. Das war halt ein richtiger Morschuss. Geh, Buben, lass ihn in Ruhe, er lass ihn heim. Geh, gib her. Komm. Geht er wieder hoch. Mama, Kind, du! Hallo! Grüß dich, Hansi! Ist was? Nein. Weißt, Hansi, wir heißen Sankiri, Gari, Mek. Oder halten wir für einen Narren. Da dürfen sie nichts draus machen. Ich möchte haben noch Rettenegg. Magst du mir helfen? Da, darfst du mir das Bügeleisen heiß machen. Da drin? Nach der Mutter schauen. Die ist nicht da. Nicht? Wo ist dann? Nicht da, hörst schlecht. Wie nicht da? Wo ist Mutter? Wo ist Mutter? Wo ist Mutter? Alle Tag die teuchte Fragerei. Fort ist. Fort? Ja. Und du kannst auch gleich hingehen, wo ihr herkommen seid. Warnt euch keiner nicht nach. What?
Ah, da bist du ja wieder. Peter, was dort Mutter ist? Die ist schon länger weg. Aber da schau her, da hätte ich was. So, für heute lassen wir's gut sein. Es ist eh schon spät. Und du musst in den Stall. Wir gehen jetzt erst nach dem Buben schauen. Der müsste längst schon da sein. Jetzt freut's mich richtig, dass du da warst, Peter. Wo die alte Hosen wieder wie neu ausschaut. Weil so kommod wie die hat mir der Meister Nats nie mehr eine gemacht. Bleibst aber schon da zu jausen. Dankeschön, Nachbar. Ich will daheim noch was aufschreiben. Hansi, wo bist du denn? Na ja, dann soll ich halt. Ach, das machst du dann mit dem Meister aus. Ja, ist auch recht. Hansi! Wo steckst du denn? Was ist denn mit dem Hansi? Ja, ich weiß nicht. Ich kann ihn nirgends finden. Ja, weit kann er nicht sein. Seine Schulsachen sind ja drinnen in der Stube. Vielleicht hat er sie irgendwo verkrochen und dort spülen. Weißt du, wo der Hans ist, Markus? Wieso? Weil ich ihn nirgends finden kann. Ich weiß gar nicht, wo der sein könnte. Ja, wie soll ich das nachher wissen? Vorher war er bei mir in der Stube und hat dich gesucht. Das ist aber schon eine Zeit aus. Ja, vielleicht ist er zum Schmiedhof und mich spülen. Na, der kommt allebei nach der Schule gleich zu mir heim. Aber Engel, durcheinander ist er mir schon vorgekommen, wie er bei mir war. Und fürchterlich eilig hat er es gehabt. Vielleicht ist er am Eislaufplatz, Hobby. Sind allebei ein Haufen Buben unten. Ja, Fraule, das wird's sein. Ah, warte, komm mit. Meine Sachen hol ich später. Ja. Ja, wo wolltest du denn wir zwei hin? Christi Resel. Kommst du vom Dorf auf? Ja, freilich. Bist du unten am Eisplatz vorbei? Ja, wieso? Ja, hast du beim Buben da gesehen? Nein, da war kein Mensch. Bist ganz sicher? Ja, wieso denn da noch unten sein? Tut mir leid, Resel, aber er war gewiss nicht unten. Ach, der ist sicher schon Abkürzung auf und sitzt schon in der warmen Sturm. Ja, komm, geh mal heim. Der Hans ist sicher schon längst wieder da. Wollt ihr schon zum Jausen anfangen? Nein, der Nazel ist auch noch nicht da und der Renz. Ich glaub, der Resel wird gleich zurück sein mit dem Turm. Wo bin ich, wenn er wieder da ist? Weil was? Nix. Wir haben wegen einem blöden Spaß hab ich gemacht. Wie er nach der Mutter gefragt hat, sie war fort, hab ich gesagt. Und er wird auch gleich schauen, dass er wieder zurückkommt, was her sind. Und sie hat bei uns gar nicht gefällt. Das nennst du einen blöden Spaß? Weißt nicht, wie der Kleine hängt an seiner Mutter? Ein Glück ist noch, wenn ihm nichts passiert ist. Gott sei Dank, da sind's. Ist der Bursche da? Na, Resel. Aber der Markus hat da was zum Sagen. Ich hab mir nicht gedacht, dass der Hansi das ernst nimmt. Was ist denn mit euch los? Der Hansi ist weg. Na also, sein Schuljepperl ist da. Aber sein Sonntagsjupperl fehlt. Und sein Pferdl auch.
Kommst mit? Der Nazl und der Renz gängen auch. Und aus der Nachbarschaft werden sie Mannsleid finden. Na, übers Gebiet nach Retteneck, das schafft er unmöglich. Ja, kennt er den Weg über die Bretulle überhaupt? Ja, freilich. Wir sind ja so nach Alpel rübergekommen. Weit wird wohl nicht kommen sein. Du kannst da bleiben, die brauche ich nicht. Es tut mir leid, Resl. Mein ganzes Jahr lang gab ich, wenn es nicht passiert war. Auf dein Jahr lang pfeife ich. Nehmt die Fackeln mit. Da schaut's her! Da! Da schaut's her! Das sind die Tapper vom Hansi! Weiter! Solange wir noch was sehen! Hansi! Hansi! Beim Einbauern. Vielleicht haben die was gesehen. Aber er muss doch da gewesen sein. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Sie meint die Spuren, die was bis zu euch herführen. Was, zu uns her? Ah, da ist er nicht gewesen. Wir haben natürlich auch nicht aufgepasst. Oder war er das? Du weißt eh, dort oben auf der Rabenwiesen. Wo? Na, das glaube ich nicht. Ah, jetzt red schon endlich. Na, vorhin auf der Rabenwiesen habe ich einen kleinen schwarzen Punkt gesehen. Ja, groß war er auch nicht. Na. Aber für einen Raben war er sicherlich zu groß. Na ja, und für einen Hirsch oder für ein Reh, da war er wieder zu klein. Aber für ein Kind? Für ein Kind war er gerade recht. Wie alt sollte er denn sein? Der steigt fall gerade auf die Bretulle auf. Ja, um Gottes Willen. Kommt! Ja, was tust du denn da? Halt uns nicht auf! Lieber zu viel schauen wir zu wenig. Hast du nicht gehört, dass der Bub auf der Rabenwiesen war? Meinst du nicht da ein Reh war? Keine Angst, Resl. Das war er schon. Hansi! 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 Thank you.
Hanse! 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 Wäre ein Wunder, wenn wir den noch lebendig finden. Wenn nicht, bringe ich mich um. Hanse! Da sind keine Spuren mehr jetzt. Wer weiß, den ganzen Schnee runtergewartet hat. Der für eine Kraft hat, hätte kein Mensch zutraut. Man kriegt es halt, wenn man es braucht. Du willst doch wohl eine Achsen brechen. Geh ja. Sakrament! Du dummer Teufel! Gib her! Gib her! Gib her! Schlimm, Peter? Nein. Ich auch noch. Ja, ihr geht jetzt weiter. Na, du auch. Ich werde schauen, ob ich mich da drüben unterstellen kann. Und warte auf euch. Und wenn ihr den Hansi gefunden habt, dann ruft's mich. Ja, gut. Weiter geht's. Also, los geht's, ja. Hansi! Hansi! Hansi, bist gut benannt. Fällt dir nix? Ein Hunger hab ich. Jakob! Nazle! Esel! Ich hab den Hansi gefunden! Hansi! Esel! Ich hab ein Biss! Hansi!